Hey Leute und herzlich willkommen zu Vicky's Kitchen und ja, heute möchte ich euch den mexikanischen Bohnensalat zeigen, den ich in Australien kennengelernt habe und ja, total liebe. Der ist zum einen mega günstig, zum anderen schnell gemacht und er schmeckt auch noch gut. Viel Spaß damit! So, zu Beginn möchte ich euch natürlich die ganzen Zutaten zeigen, die wir dafür brauchen und die habe ich hier schon vorbereitet. Die Hauptzutaten sind hierbei ja, schwarze Bohnen. Ich habe mir die jetzt von Rewe genommen in Chili-Soße, also keine große Arbeit. Ihr könnt aber auch andere Bohnen nehmen und zum Beispiel eine Salsa-Soße oder einfach passierte Tomaten darunter mischen und das dann noch ein bisschen würzen. Dann braucht ihr noch einen körnigen Frischkäse, sehr reich an Proteinen und wenig Fett, also echt praktisch. Und für Salat natürlich Salat. Ich habe jetzt einfach einen abgepackten genommen. Ihr könnt aber auch diverse Salatsorten natürlich nehmen, klein schneiden, waschen und rein damit. Außerdem dürfen die Greens natürlich nicht zu kurz kommen und da habe ich mich für Paprika, Gelbe und Grün entschieden, weil es farblich einfach gut aussieht. Bisschen Gurke, Tomaten und ja, Koriander fürs Topping. Außerdem würze ich dann das Ganze noch mit ein bisschen Zimt, Paprikapulver, Knoblauch und Pfeffer und was ihr auf jeden Fall bei allen Rezepten mit Bohnen nutzen solltet, Kumin, also Kreuzkümmel ist es glaube ich oder normaler Kümmel, klein gemahlen, wirkt einfach den Blähungen etwas entgegen. Außerdem habe ich dann noch so eine kleine Sonderzutat und zwar den Bohnen- und Erbsenmix von der Coro Drogerie. Ist jetzt kein Muss, ich mag es aber total. Ihr könnt ja einfach mal gucken, ob es was für euch ist. Link ist unten in der Beschreibung und jetzt fangen wir mit dem Rezept an. So Leute, der zweite Schritt ist eigentlich auch schon fast der letzte Schritt und zwar nehmt ihr euch jetzt einfach hier eure schwarzen Bohnen oder andere Bohnen, gebt sie in eine extra Schüssel, wo ihr ein bisschen mehr Platz habt und dann kommt der körnige Frischkäse einfach dazu. Wenn der körnige Frischkäse da jetzt auch drin ist, kommt da einfach noch ein bisschen Kumin rein. Ich mache das nach Lust und Laune, es kann auch echt ein bisschen mehr sein, damit es auch wirklich wirkt. Dann natürlich Pfeffer, etwas Paprika, abschließend die Leute, die ja, mich kennen, wissen, dass Zimt niemals fehlen darf, also auch noch etwas Zimt mit rein, den ihr auch bei Coro kaufen könnt. Und dann wird die Mischung einfach einmal untergehoben, verrührt, bis das Ganze eine coole Masse ist. So, wenn es dann gut verrührt ist, könnt ihr es einfach mal kurz zur Seite stellen. Was ich ganz geil daran finde, diese Mischung fungiert halt gleich als Salatdressing. Also je nachdem, was ihr als Salatdressing nutzen wollt, solltet ihr es auch würzen. Und jetzt können wir uns eigentlich schon ja, dem restlichen Salat widmen und es einfach nur noch schön anrichten und dann schon wieder essen. So, alles schön drapiert und jetzt fehlt natürlich nur noch unsere ja, Proteinmasse, nenne ich es jetzt einfach mal, oder der eigentliche mexikanische Bohnensalat. Den jetzt auch noch auf ein Viertel drauf geben. So, dann kann es zur Seite am Ende nur noch ja, was von dem Koriander drüber und in meinem Fall natürlich ein paar Bohnen und Erbsen aus dem Bohnen- und Erbsenmix und schon ist euer mexikanischer Bohnensalat schon fertig. Ich finde, es ist ein mega geiles Rezept. Es ist super leicht gemacht. Ich glaube, die Kosten waren so unter 3 Euro auf jeden Fall. Ist also auch für jeden, der hier und da ein bisschen sparen möchte, was. Und ja, schmeckt auf jeden Fall. So, das war's also mit dem Gericht. Die Macros sind auch echt super, wenn ihr die komplette Bohnenmasse jetzt benutzt. Also, das werde ich auch definitiv noch machen. Ich werde das jetzt Schritt für Schritt untermischen. Habt ihr hier 467 Kalorien, davon 43 Gramm Eiweiß, 6,4 Gramm Fett und 52 Gramm Carbs. Für mich jetzt gerade in der Diät einfach optimal und ja, ist auch super zum Mitnehmen. Lasst mich gerne eure Kreation auf Instagram sehen, benutzt da meinen Hashtag Vicky's Kitchen und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch dieses Rezept gefallen hat. Lasst den Daumen hoch da, wenn mehr Rezepte folgen sollen und wir sehen uns dann zu der nächsten Folge. Macht's gut und ciao. Ach, warte mal. Was war denn?
Da steht ja sogar reich an Protein drauf. Wir haben einen Werbespruch geklaut. Hast du schon aufgenommen? Mhm. Super.